Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht für Hoffmann. Heute gibt's was vom Weihnachtsmarkt. Daher kenne ich's zumindest. Ich habe das in der Kindheit schon geliebt. Diese großen Champignonpfannen, die da immer stehen. Das gibt's jetzt auch daheim für den heimischen Herd, wenn man hier so eine 28er benutzt. Und ich nehme heute die mit dem flachen Rand. Ich habe hier, Timmy, wie viele Pilze sind das in etwa? So 800 Gramm, ne? 600 Gramm Pilze. Braune Champignons habe ich mir geholt. Einfach, ich finde, die sind irgendwie noch ein kleines bisschen intensiver vom Geschmack. Dann zeige ich euch, wie man ein bisschen Schmand und ein bisschen saure Sahne, so ein schönes Söschen dazu macht. Dafür nehmen wir uns schon mal eine Knoblauchzehe weg von drei, die ich hier habe. Und jetzt kommt nämlich erstmal der große Trick. Guck mal hier. Pilze ein bisschen geputzt, ne? Stiel beigeputzt unten so ein bisschen, dass es alles hübsch aussieht und alles eine Länge hat. So, und dann kommen die jetzt erstmal, Pfanne ist auf 8, hier rein. Und ihr werdet euch wundern, was? Kein Fett, kein nix. Exakt genauso läuft es nämlich aktuell. Da kommt nämlich erstmal gar nichts rein. So, weil Pilze anbraten, ne, wenn man diesen schönen gerösteten Champignon-Geschmack haben will, dann immer in die trockene Pfanne. Ja, ihr werdet sehen, das macht einen riesen Unterschied. Derweil habe ich noch zwei Knobis hier, ein bisschen Frühlingslauch für oben drüber. Und ich habe eine Zwiebel, weil ich finde, Zwiebel und Pilz, das sind Best Friends, das passt gut zusammen. Von daher schneiden wir uns da einfach noch ein paar Zwiebelstreifen dazu. Die dürfen so halb grob sein. Und schaut mal, ich gebe euch noch einen kleinen Tipp mit auf die Reise. Und zwar schneide ich die immer Norden-Süden. Ne? Wenn die Zwiebel so steht, lege ich sie mir flach, nachdem ich sie halbiert habe. Schneide sie dann nicht hier runter, wie ich das oft sehe. Ne? Das wäre Osten-Westen. Weil guck mal, hier hast du einen langen Ring, hier hast du einen kurzen. Und wenn man die hier Norden-Süden schneidet, ne, dann hat man immer ungefähr gleich lange Zwiebelstreifen. Ne? So, dann verbrennt nichts, dann habt ihr in etwa immer dieselbe Schnittform. Und das ist wichtig, seht ihr das? Deswegen immer Norden-Süden. So, jetzt sind die Pilzchen rundherum schon mal so ein bisschen was braun. Sehr gut. Und dann gehen die wieder raus in ihre Schüssel. Oh nein, ein Ausreißer. Komm her. So, Pfanne wieder drauf. Und jetzt geben wir ein Schlückchen Öl rein. Einfach hier Pflanzenöl. Und dann gehen die Zwiebeln da drauf. Ja? So, weil die Zwiebeln, denen wollen wir jetzt ein bisschen Farbe verpassen. Pilzgeschmack ist ja jetzt schon ein bisschen in der Pfanne drin. Das ist top. So, und jetzt braten wir die Zwiebeln an, dass sie so ein bisschen Farbe haben. Dann geben wir die Pilze wieder mit dazu. Und dann gießen wir ein bisschen Fond an mit Gewürzen. Dann machen wir einen Deckel drauf und dann schmoren wir das ein bisschen weg. So, ein bisschen Knobi habe ich auch noch am Start. Einmal drauf. Weil Knoblauch und Champi, ne? Boah. Gibt ja noch ein bisschen Knobi-Dip dazu. Auch immer fein. Und während die Zwiebeln hier anbraten, machen wir uns den auch gleich fertig. Ja, hier haben wir auch wieder drauf. So. Und wenn man da so draufgeschlagen hat, kann man die auch wunderbar und relativ schnell wieder in kleine Stückchen schneiden. So, dann gehen wir her. Dann nehmen wir uns einen Löffel saure Sahne, einen fetten Löffel Schmand. Schmeckt ja geil. Bisschen Salz dazu. Geben uns den Knobi damit rein. Dann machen wir noch ein bisschen groben Pfeffer. Kann man auch schon ein bisschen was auf die Zwiebeln machen. So, lala. Und ich nehme immer gerne ein bisschen was vom Frühlingslauch. Das passt einfach gut. Frühlingslauch auch klein, geht ein bisschen mit rein. So, und dann rühren wir uns hier fix so einen schönen Knobi-Dip an. Das Gute ist bei der sauren Sahne und beim Schmand, wenn das nachher auf die warmen Pilze drauf kommt, dann wird er wieder so ein bisschen flüssig und dann passt alles. So. Es müsste passen, aber wir probieren es schon mal. Sag ich doch. Na, so, Zwiebel. Guck mal hier, wie schön das geht. Ruckzuck. Genauso habe ich es mir vorgestellt. So, jetzt gehen wir hier unsere Pilze oben drauf. Perfekt. So, und dann gehen wir ran auf die Menge gestrichener Esslöffel Salz. Muss dann aber was schmecken. Dann nochmal ein kleines bisschen grober Pfeffer oder Pfeffermühle, je nachdem, was ihr am Start habt. Und was ich immer ganz geil finde, ist ein bisschen Paprikapulver. Das macht einfach eine schöne Farbe. Vom Geschmack tut es nicht so viel, aber für die Farbe ist es immer gut. So, dann sind die Zwiebeln jetzt schön angebraten. Wer mag, kann sich jetzt einen Schluck Weißwein dazugeben. Auch okay, aber ist jetzt nicht so klassisch auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich gebe einfach so ein Glas vom Rinderfond mit drauf. Oder so ein halbes Mal zumindest. Hier drin sind 400 Milliliter, sind jetzt 200 Milliliter gewesen. So, da wird es einmal richtig aufgekocht. Und jetzt machen wir den Deckel drauf. Und gehen runter auf 8 von 9. Und dann lassen wir das mal so 6-8 Minuten richtig schön schmoren. Und so sehen sie jetzt aus, nach knapp 6-8 Minuten. Tipptopp. Und ich habe mir gerade überlegt, ich werde gar nichts damit machen. Ich lasse die in der Pfanne. Wir richten die in der Pfanne an.
Ja, stellen uns die hier aufs Brett. So, wunderbar. Und jetzt gehen wir her und haben von unserem leckeren Sößchen. Weil du hast hier unten auch so ein bisschen Sößchen drin jetzt. Ne? Das ist ja das Tolle. Einfach ein bisschen frisches Baguette dazu. So, und dann geben wir uns hier so ein paar Flocken. Und ein paar, wie soll ich sagen, Kleckse von der Soße mit drauf. Boah, geil. Schon voll Bock drauf, jetzt muss ich ehrlich sein. Ich habe mir die schon immer geholt, auch irgendwie auf dem Jahrmarkt oder weiß ich nicht. So, fand ich gut. Mhm. Mhm. Und dann so ein bisschen frisch hier oben was vom Frühlingslauch drauf. Es passt hervorragend, die Zwiebeln, Aromen, sieht geil aus. Und dann gucken wir, was wir hier für ein Fännchen haben. Ich würde sagen, Kinders, wir machen jetzt ein Foto und dann probieren wir es zusammen. Sieht das nicht wunderbar aus? Ist doch toll, ne? Kannst du in der Pfanne einfach so servieren und ihr wisst ja, hier kannst du einfach abmachen, ne? Und kannst es auf den Tisch stellen, nervt dich das Ding nicht. Ich finde das toll und so eine Pfanne ist was Hübsches. Die kann man auch mal auf dem Tisch präsentieren, ne? Also das ist gar kein Problem. Ihr wisst, alles, was wir heute benutzt haben hier, findet ihr in der Videobeschreibung unten und ja, jetzt wird es auf jeden Fall Zeit zu probieren. Oh, ich schnapp mir mal so einen kleinen hier mit ein bisschen Pilz und Zwiebel und nochmal ein bisschen Sößchen drauf. Oh, guck mal hier. Ich hab schon Bock drauf. Hm. Hm. Wenn ihr mich fragt. Einfach so schön frisch gemacht. Leckeres Süßchen dazu. Mhm. Ich mag das. Hm. Leute, vermeintlich einfach, wenn man weiß, wie es geht, ist es ein tolles Gericht. Macht euch das nach, wenn ihr Bock drauf habt. Kauft euch Hoffmann-Pfannen. Ihr werdet auf jeden Fall bessere Kochergebnisse erzielen, wenn ihr diese Pfannen benutzt. Kann ich euch versprechen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren. Ne? Da seht ihr immer alles, was wir hier so hochladen. Und das sind viele leckere Rezepte. Und Daumen nach oben und einen Kommentar schreiben ist obligatorisch. Vielen herzlichen Dank für alles und wir sehen uns.